Hallo, herzlich willkommen zu Monster Mummies, dem Videoblog der Kuschelkinderzeitung und der VRM. Ich bin Monster Mami Nicole und ich habe zwei Jungs im Alter von 6 und 10 Jahren. Ja, wir haben mal wieder die Bügelperlen rausgeholt. Die sind bei uns echt schon längere Zeit ziemlich beliebt, immer mal wieder. Zu verschiedenen Anlässen, an Weihnachten, werden Weihnachtsanhänger für den Tannenbaum gebastelt oder auch Herzchen. Da gibt es ja wirklich ganz viele Formen und 1000 Farben. Und der Fantasie sind bei Bügelperlen wirklich keine Grenzen gesetzt. Wir haben uns diesmal für hübsche Abdeckungen entschieden, in Obstformen, für Gläser, die Mücken fernhalten und mit einem kleinen Loch in der Mitte, sodass sogar ein Strohhalm durchpasst. Ja, wie man Bügelperlen produziert, da gibt es nicht viel zu erklären. Es gibt Vorlagen, auf die man die kleinen Perlchen setzt. Und wenn man soweit ist, wird mit einem heißen Bügeleisen das Ganze fixiert. Am besten zwischen zwei Schichten Backpapier. Das hat sich bei mir bewährt. Da braucht man keine speziellen Folien. Das funktioniert ganz wunderbar. Man darf nur nicht zu fest drauf drücken, sonst kann es schon mal passieren, dass auch die Form kaputt geht. Und das wäre schade, denn dann halten die Perlchen hinterher nicht mehr auf der Form. Dann ist sie einfach futsch. Von daher Vorsicht beim Draufdrücken. Ja, hinterher lässt man es kurz abkühlen, kann es runterziehen. Ich für meinen Teil bügle immer noch die zweite Seite, also von der anderen Seite nochmal kurz drüber, dann hält das Ganze besser. Ja, am Ende hat man hübsche Abdeckungen für die Gläser, eine hübsche Deko obendrein und Freude beim Basteln hatte man ohnehin. Vielleicht habt ihr ja Lust bekommen, auch mal wieder ein bisschen was mit Bügelperlen zu basteln. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Macht's gut und bis bald. Tschüss!